So, hallo, da sind wir wieder zu unserem zweiten Video. Und wir, also beim ersten Video haben wir ja ein bisschen gesprochen über, wie wir erstens einmal zu diesem Beruf als Hundebetreuerin gekommen sind, was wir da so quasi der Werdegang war von uns beiden und auch welche Fähigkeiten und Kenntnisse wir da so brauchen. Da haben wir schon ein bisschen darauf eingegangen, dass man eigentlich schon sehr viel wissen sollte oder muss, wenn man mit Hunden arbeitet. Hunde sind natürlich Lebewesen, die funktionieren nicht wie Maschinen, also da muss man schon wirklich auch viel Feingefühl haben. Und heute sprechen wir ein bisschen darüber, wie so unser Alltag eigentlich aussieht in so einer Betreuung. Das ist ja bei uns beiden, wir sind ja von der Größe her ein bisschen Unterschied. Du hast ja viel mehr, auch mehr Leute, die mit dir zusammenarbeiten und auch mehr Grundstück und so weiter. Aber trotzdem sind da so einige Ähnlichkeiten, glaube ich, haben wir schon kurz vorher besprochen, ne, dass wir doch schon das relativ ähnlich haben. Weil das Ziel, haben wir gesagt, von unseren Betreuungsstätten ist ja eigentlich immer, dass der Hund oder die Hunde erstens einmal stabile Beziehungen, soziale Beziehungen zu anderen Hunden haben dürfen, aber auch natürlich einen relativ stressfreien Alltag auch genießen dürfen. Das ist immer so das Ziel. Also es geht nicht darum, dass der Hund den ganzen Tag herumrennt oder so, sondern auch natürlich sehr viel Ruhe hat. Ne? Also vielleicht beschreibst du nochmal, magst du anfangen, wie ihr so den Alltag gestaltet, was ihr so macht untertags? Ja, also wir haben früh eine Zeit, bis dann sollen die Hunde ankommen, ne, dass sie ungefähr zu einer gleichen Zeit ankommen. Mhm. Dann fangen wir an. Was habt ihr da für Zeitspanne? Habt ihr da so? Also wenn es geht, sollen die Hunde bis um 9 Uhr am Morgen da sein. Also Bringezeit zwischen 7:30 am Morgen und 9 Uhr. Okay. Mhm. Genau, dass die Hunde dann auch wirklich, ja, wenn dann der nächste erst um 11 kommen würde, sind die Hunde, die früher 7:30 kommen, natürlich auch schon geschafft und haben eigentlich keine Lust mehr noch auf einen neuen Sozialkontakt. Ja, genau. Wir haben auch immer stabile Gruppen, also bei uns kommen Montag ungefähr die gleichen Hunde, Dienstag die gleichen, also jede Woche so, dass sie auch immer wissen, welche Hunde da sind. Natürlich durch eine Erkrankung bleibt mal einer zu Hause oder durch die Urlaubszeit oder vielleicht, weil auch mal einmal in der Woche dann plötzlich mal mehr Bedarf ist, von einem Halter, dass er dann zusätzlich den Hund nochmal an einem anderen Tag bringt. Aber unsere Hunde kennen sich eigentlich sehr gut mittlerweile untereinander. Es ist, ja, natürlich kommt über die Jahre auch mal neuer dazu. Das ist schon so, aber grundlegend ist es sehr stabil. Da sollen sie bis um 9 kommen. Dann können sie erstmal jeden guten Morgen sagen, sich erstmal lösen, ein bisschen das Grundstück nochmal erkunden. Und dann geht es meistens bei uns auf Hunderunde. Das heißt, Hunderunde, entweder fahren wir mit den Hunden raus auf den Spaziergang oder wenn wir jetzt eine Gruppe haben, wo doch jagdlich ambitionierte Hunde sind, also die draußen zu sehr gestresst werden, die durch die Reize zu sehr getriggert werden, in ihr Verhalten zu fallen, dann fahren wir in Schnüffelgärten, das sind eingezäunte Grundstücke und dort haben die Hunde die Möglichkeit, auch frei zu laufen und die Grundstücke zu erkunden. Gewerbegebiete sein, ne, eingezäunte oder das können Privatgärten sein, ist eigentlich an sich völlig egal. Es geht, das Ziel ist, Bewegung haben die Hunde genug, das Ziel ist wirklich neue Reize, sich mit anderen Reizen auseinanderzusetzen. Ja, schön, ne? Ja. Sozusagen die aktive Phase ist dann vormittags bei uns. Ja. Und dann nachmittags habt ihr noch quasi Ruhezeiten hauptsächlich. Genau, und wir gehen dann über Mittag, gehen sie in die Mittagsruhe, dann bekommen sie nochmal einen Kauartikel, damit die Hunde sich ein bisschen entspannen können, ne? Also dass sie auch was im Magen haben. Die Hunde, die eine zusätzliche Mahlzeit, also eine dritte Mahlzeit auch zu Hause bekommen, bekommen natürlich hier eine gefüttert. Das ist immer in Absprache natürlich mit dem Halter. Yeah. Und dann legen die sich hin und schlafen. Dann schlafen die über Mittag sozusagen, füllen die Akkus wieder und am Nachmittag sind wir dann großteils auf dem Grundstück hier bei uns unterwegs. Also die Hunde, die vormittags noch nicht draußen waren, weil sie vielleicht noch zu müde waren oder manchmal sagen, oh Hunde, ich habe jetzt nicht so die Lust, dann dürfen die natürlich auch zu Hause bleiben bei uns. Die gehen dann nachmittags nochmal auf eine Runde. Und die anderen bleiben auf dem Grundstück. Da ist wirklich das Ziel, dass dann wir gemeinsam die Zeit verbringen, also mit Schnüffelspielen oder einfach auch wieder soziales Spielen, ne? Dass sie natürlich auch mal miteinander spielen können. Ja, und was ich auch immer wichtig finde, ist, das geht jetzt im Sommer natürlich sehr gut, wenn es doch wärmer ist draußen und der Boden trocken ist. Das sind die in Englisch Calming Sessions, die Ruhezeiten, also die Entspannungszeiten zusammen. Ne? Wir setzen dann uns natürlich auch mal mit hin, die Hunde legen sich mal mit hin, die liegen nebeneinander, ne? Die beobachten mal,
das nicht immer nur heißt, wenn andere Hunde dabei sind, muss man aktiv sein und rumrennen, sondern auch mal ein bisschen, also dass die lernen, auch mal mit anderen Hunden ein bisschen ruhiger zu werden. Ne? Ja, und das nur zu genießen, ein bisschen wie beim, ja, wenn wir uns mit Freunden treffen, wir setzen uns auch mal zu einem schönen Essen oder einfach nur mal zu einem Kaffee. So ähnlich ist das dann hier. Ne? So, dann, das ist so das Ziel eigentlich des Nachmittags. Ne? Ja. Und wie lange am Abend habt ihr dann offen? Wann werden die Hunde geholt? Und habt ihr da auch so Abholzeiten, dass die Leute sagen, ab dann bis dann oder so? Ja, also frühestens 14 Uhr, weil die Hunde natürlich in der Mittagsruhe sind. Also sie sind nicht bis 14 Uhr in der Mittagsruhe. Die nehmen wir schon eher raus, aber dass sie sich dann lösen, nochmal pullern, in den Haufen machen können, nochmal ein bisschen sich frei machen können und bis spätestens 18 Uhr. 18 Uhr auch, okay. Ja, es ist ähnlich bei uns. Wir sind allerdings von 6.30 Uhr in der Früh offen. Und das ist aber im Prinzip auch notwendig bei uns, weil es kommen wirklich die meisten relativ früh. Ja. Mhm. Bis 8 Uhr, dann sollten alle Hunde da sein. Natürlich gibt es dann auch welche, die dann noch anrufen und sagen, ich komme heute eine halbe Stunde später oder so. Das ist schon individuell. Aber prinzipiell auch aus dem gleichen Grund, dass wir gesagt haben, die Hunde brauchen eine Struktur. Und wenn sie halt in der Früh ist, quasi immer ein bisschen mehr Aufregung, weil halt alle kommen und dann immer die Begrüßungen und so weiter sind, dass sie einfach da die Gelegenheit haben, diese Aufregung dann hinter sich zu lassen und dann kommt der normale Alltag. Und wenn halt dann ständig jemand kommen würde oder den Hund wiederholen würde, das war am Anfang, haben wir das noch so gemacht, kann mich gut erinnern, sind wir so individuell eingegangen auf diese Wünsche, aber das haben wir dann mit der Zeit abgestellt und gesagt, na, das geht nicht ganz gut. Genau. Und am Abend, unsere Abholzeiten sind ein bisschen später auch verlegt, wir beginnen erst um 15.30 bis 18 Uhr auch. Mhm. Auch natürlich individuell, natürlich, wenn jemand sagt, ich muss den Hund um 14 Uhr holen, weil ich habe einen Tierarzttermin oder so, logisch, geht natürlich auch. Ja. Es ist ja immer jemand da. Aber wir machen es eigentlich ähnlich. Wir haben auch so quasi die aktivere Phase in der Früh, Vormittag. Eigentlich die Hunde sind einfach noch lustiger und ein bisschen, vor allem wenn man mehrere junge Hunde zusammen hat. Wir haben auch so diese stabilen Gruppen, auch so wie du erzählt hast, dass also Montag halt immer die gleichen kommen und Dienstag ist bei uns eigentlich ganz gleich. Wobei es einige gibt, die wirklich Montag, Dienstag und Mittwoch kommen. Es gibt auch welche, die wirklich jeden Tag oder 2-3 Tage die Woche kommen zumindest. Wir haben übrigens nur 4 Tage die Woche offen. Ich weiß nicht, ob ihr auch, wir haben nur Montag bis Donnerstag die Betreuung. Mhm. Wir haben 5. Wir machen Freitag. Okay, ja. Also das haben wir eigentlich auch so. Und dann haben wir mittags die Essenszeit auch, weil auch unsere Hunde mittags zu fressen kriegen. Das heißt, da kriegen auch alle anderen Hunde etwas, auch mit Absprache vom Besitzer. Die meisten bringen dann eigentlich ihr Futter selbst mit oder sie bringen was zu kauen mit oder was sie halt dann gern hätten, dass der Hund mittags kriegt. Und dann ist wieder Ruhephasen, dann kommt halt der Mittagsschlaf und das machen wir dann alle gemeinsam meistens. Da schlafen wir ein bisschen und die Hunde schlafen so um uns herum eigentlich. Oder jetzt im Sommer ist es schön, wenn ich dann draußen im Liegestuhl einfach sitze auf der Wiese und da legen sie sich auch so rundherum und schlafen. Es ist eigentlich so angenehm, dass die Hunde da so auch diese entspannte Atmosphäre eigentlich gleich übernehmen. Ne? Wenn man selbst entspannt ist und ein Buch liest, dann legen sie sich halt hin und fertig. Und dann haben wir meistens so am Nachmittag oder Mitte, am Nachmittag hier nochmal ein bisschen aktivere Sachen, wo ich auch so ein bisschen Enriched Environment mit den Hunden halt mache. Irgendwelche Schnüffelsachen mache oder so, diese Leckerchenbaum oder sowas halt dann mache, ein Leckerchenversteck und sowas. Ne? Genau. Und das reicht dann auch meistens, weil die Hunde beschäftigen sich auch untereinander gemeinsam, die gehen ja auch gemeinsam ihre Runden und schnuppern zusammen irgendwo hin und über Nacht haben wir dann oft mal andere wilde Tiere, die über das Grundstück gelaufen sind, da gibt es immer viel zu schnuppern in der Früh und so, also das ist dann eigentlich immer, sie haben eigentlich immer was zu tun, aber nichts Stressiges, also es ist dann immer relativ entspannt eigentlich. Ja. Also muss es auch so. Und wenn halt 2 Hunde dabei sind, die mehr spielen wollen, weil sie vielleicht jünger sind und ein bisschen mehr Energie haben, dann dürfen die halt auch getrennt von den anderen spielen, dass die anderen nicht dass denen nicht auf die Nerven geht, weil junge Hunde sind ja oft einmal für ältere Hunde ein bisschen nervig. Da dürfen sie sich halt auch ein bisschen trennen voneinander. Und dann können sie auch in Ruhe spielen. Ne? Also so läuft das eigentlich bei uns auch ab. Ja, ist eigentlich sehr ähnlich. Ne? Lustig, dass wir da beide so, obwohl wir das vorher nicht, also wir kennen uns ja auch nicht so lange, ne, aber eigentlich haben wir so beide die gleiche Idee gehabt, ne, und auch die gleiche Vorstellung, wie so ein Tag ausschaut. Ja, ich denke, es ist halt von Hunden auch abhängig, ne, wenn man die richtig liest, die haben halt jetzt haben wir eine Unterbrechung. Ja.
Okay, ja, Entschuldigung für dieses kurze Internetverbindungsproblem anscheinend, aber jetzt haben wir das schon wieder gelöst und sind schon wieder hier. Wir haben gerade gesprochen über den über den Alltag der Hunde bei uns in den Betreuungen und jetzt vielleicht wollten wir noch kurz ein bisschen darauf eingehen, was eigentlich wir als Betreuungspersonen den ganzen Tag so machen, weil wir haben ja schon gesagt, das ist ja oft nicht sicher, sitze ich auch im Garten mit den Hunden und kann auch ein Buch lesen und mich entspannen, das stimmt schon, ja, aber es ist nicht mein ganzer Tag und bei dir sicher auch nicht. Ne? Was ist so deine Hauptbeschäftigung den ganzen Tag? Ja, also es ist schon immer die Hunde zu beobachten, konzentriert zu sein, ne, die Signale von denen lesen zu können. Also wann braucht ein Hund die Pause, beziehungsweise wann kommt jetzt vielleicht auch ein Hund mal zu nah, obwohl der das nicht möchte. Ne? Das ist so, auch wenn sie sich dann mal draußen hinlegen und ein bisschen Ruhe machen wollen, einfach zu gucken, wie sozial sind, also wie kompatibel sind sie miteinander und ob ein Hund an seine Grenzen gerät. Und natürlich auch, wenn neue Hunde dazukommen, ne? Ja. Also zu gucken, mit welchem Hund funktioniert es gut, also ja. Wo braucht ein Hund mehr Unterstützung, ne? Wie viel kann er den ersten Tag überhaupt schaffen, schafft er nur ein oder zwei Hunde oder schafft er doch schon vier oder fünf Hunde? Ja, genau, ne? Genau. So, ja. Und ja, natürlich auch, wenn man mit den Hunden früh auf Morgenrunde unterwegs ist, ne? Also auch nochmal zu gucken, sehr konzentriert zu sein, die Umgebung abzuscannen, ne? Also eigentlich muss man die Triggerpunkte vorher sehen, bevor die Hunde eigentlich schon. Ja, und das ist nicht so leicht, weil die Hunde sind sehr aufmerksam genau. immer. Ja, ja und da halt immer wirklich hohe Konzentration zu haben und bei den Hunden zu sein. Ja, ich würde auch sagen, also wenn mich Leute fragen oder wenn die Leute sagen, mein Gott, das ist ja eh so leicht und du sitzt den ganzen Tag da rum, schön, aber es ist wirklich sehr viel Management dabei oder man kann einfach sagen, das zu beobachten natürlich, aber es ist auch einfach viel Management dabei, einfach zu. So rechtzeitig, bevor irgendwelche Konflikte, weil es geht ja im Prinzip immer darum, dass man halt wirklich Konflikte vermeidet, Sicherheit immer gegeben ist, dass sich die Hunde immer sicher fühlen und dass man wirklich darauf schaut, dass auch die Kleinsten sich sicher fühlen und auch die Großen natürlich alle sich irgendwie entspannen können. Und da ist schon, es ist wirklich viel Konzentration dabei. Also man muss ja schon, man ist am Abend müde, also das ist, was glaubt man nicht, aber am Abend ist man wirklich so, puh, eigentlich kann ich nicht mehr viel machen, außer nur noch gemütlich was essen und dann, ja. Genau. Also das ist schon auch ziemlich anstrengend, da darf man nicht unterschätzen. Ja, super. Ich denke, dass wir nur darauf hinweisen wollen, noch, dass wir nächstes Mal darüber sprechen werden, welche Hunde eigentlich so geeignet sind für solche Tagesstätten. Das werden wir nächstes Mal besprechen. Aber ansonsten würde ich sagen. Ja, vielen Dank, dass ihr das Video angeschaut habt. Und wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr gerne euch mit uns in Kontakt setzen per E-Mail oder wie ihr gerne möchtet. Ne? Ja. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.